Dragon Ball ist ja jetzt voll in Gange und ich hoffe, ihr genießt die Zeit, Leute. Aber so schön Dragon Ball auch ist, jetzt geht es langsam Richtung Season 4. Viele neue Sachen, die in Season 4 passieren werden. Ne? Jetzt nicht so krasse Gerüchte oder was auch immer, Möglichkeiten wie Marvel Season, sondern wirklich so ein paar Events, die natürlich stattfinden. Und dort wurden so wieder einiges aktualisiert. Neuer Comic kommt raus, eine Kooperation, die jetzt angeblich nächste Woche stattfindet und so weiter. Ne? Da brennt ein bisschen die Welt. Geburtstag und noch ein neues zusätzliches Update, was wir in dieser Season bekommen. Also, schönes Programm. Und in diesem Sinne, schönen guten Abend. Die Nachtaktiv, ich hoffe, ihr bleibt noch ein bisschen wach. Bleibt auch wach. Es sind ein paar richtig nice Sachen hier dabei. Ihr werdet es enjoyen. Haut ein Like rein, wenn ihr wach bleiben wollt oder sowas. Ne? Einige Ferien gehen vorbei. Ne? Deswegen klammert euch drauf fest, Leute. Wahrscheinlich werden die Ferien auch länger, wenn ihr einen Like-Button reinhaut oder sowas. Es würde mich freuen. Kommen wir erstmal zu dem Comic. Comic Nummer 4 kommt Ende August raus und ist jetzt bei Panini vorbestellbar. Link in der Videobeschreibung. Ne? Dort wird die Story wieder fortgesetzt rund um die Marvel-Welt und so weiter. Und Dr. Doom und den Zero-Point-Splitter. Bla bla bla, ne? Da wird auf jeden Fall eine Menge Story wieder fortgesetzt. Das Interessante dabei ist natürlich dann auch wieder die Imaginierte und die 7 und die Geschichte natürlich jetzt in Season 3. Der Comic selber spielt ja in Season 2 und so weiter, ne? Noch vor dem Live-Event. Deswegen können wir da gespannt sein, wie es weitergeht. Wie und vor allen Dingen, sollte ja der Comic dann auch wirklich so ein bisschen die Info kriegen, kriegen wir wirklich eine Marvel-Season oder nicht? Ich bezweifle es immer noch, dass wir eine Marvel-Season bekommen, Leute, aber hey, schauen wir einfach mal, ne? Alles ist ein bisschen möglich noch, was das Thema der Season angeht. So, ne, aber zu dem Comic gibt es jetzt auch ein paar Gerüchte, was den das sechste Gratis-Item angeht, ne. Ihr wisst ja, wenn ihr alle 5 Comics besitzt, dann könnt ihr ja euch noch ein sechstes Gratis-Item abholen, ne, weil, nachdem ihr alles eingelöst habt. Und das sechste Item ist ja ein Skin. Das ist der zweite Skin. Wir haben ja Spider-Man Zero als ersten Skin bekommen, im ersten Comic. Und bei dem Comic, wenn man alle 5 Items haben soll, ist jetzt in der Gerüchteküche ein bisschen im Umlauf, dass tatsächlich Iron Man eine Zero-Variante bekommt, ne? Und zwar anhand dessen, dass wir tatsächlich bei den Items ja eine Waffenlackierung haben. Und da ist auch eine Iron Man-Waffenlackierung dabei. Genauso wie die Adamantium-Clown von Wolverine ja quasi auch für den Wolverine-Skin standen im Fortnite-Crew-Paket. Gibt es ja so ein bisschen die Gerüchte, dass diese Waffenlackierung auch für Iron Man, sag ich mal, funktionieren soll. Und das Ganze wird nochmal damit befeuert und das ist, glaube ich, schon eine ziemlich, ziemlich sichere Sache, sag ich mal. Aber, ich sag mal so 80% Chance, gehen wir dann ganz mal. Ne, aber hier, Iron Man soll auch in dem Comic, in dem 5. Comic, dann auch tatsächlich seinen Anzug verbessern, um auf der Insel halt entsprechend kämpfen zu können. Und das soll quasi so das Indiz dazu sein, dass wir dann natürlich den Skin bekommen. Könnte interessant aussehen, wie das Skin dann natürlich aussieht, weiß man nicht. Das wird noch ein bisschen dauern. Das Skin kommt dann tatsächlich auch in Season 4 raus, ne, wenn Season 4 launcht, im Mitte September. Erst dann wird der Skin revealed, sage ich mal, mit dem letzten Comic und dann kommt das raus. Also auch eine Season 4 Geschichte, ne? Soweit, so gut. Was eine kleine Season 4 Geschichte ist, ist aktuell natürlich der Level-Up-Skin, den ihr im Shop findet. Der ist ganz nice, der Skin. Und wenn ihr euch schon mal vormerken wollt, wo ihr alle Level-Up-Marken finden könnt, hier eine Karte, die ihr euch abspeichern könnt, einen Screenshot von machen könnt mit allen Markern für die entsprechenden Wochen. Die unterschiedlichen Farben sind die Wochen. Welche Woche findet ihr unten links auf dem Bild dafür herrscht. Und dann könnt ihr euch die ganzen Level-Up-Marken Woche für Woche, sag ich mal, reinholen, um die unterschiedlichen Stile und Items von diesem Skin freizuschalten. Eines der cooleren Skin-Pakete, sage ich mal, ne, die auch auf jeden Fall einen guten Value bieten. Und der sieht auch entsprechend immer nice aus. Letztes Mal Omega Ritter. In diesem Mal ist er auch wirklich nice. Nicer als teilweise manchmal Crew-Pakete und so weiter. Ne, wissen wir. Die Gerüchteküche bei den Leakern kocht gerade ein bisschen über die nächste Kooperation, die nächste Woche launchen und so weiter, ne? Und zwar wird gerade ganz schön viel drüber geredet, dass Doom anscheinend ja die nächste Kooperation wird nächste Woche und so weiter. Warum reden die darüber? Vor allen Dingen, einige Menschen wollen die Welt schon ein bisschen brennen sehen, Leute. Oh, das ist eine interessante Geschichte, die gerade da sich aufbraust oder sowas, ne? Ist es wirklich Doom Eternal? Hey, ne, ich habe euch ja schon gesagt, so von wegen, es kommt noch eine große Kooperation und so weiter. Und jetzt sagen die Leaker, ist es Doom Eternal? Ist das wirklich wahr oder ist das nur für Fiktion, Leute? Das alles erfahrt ihr in F-Faktor, das Fassbare in den nächsten Tagen, ne? Ob Doom Eternal wirklich das ist oder vielleicht doch ein neues Licht aufblüht, man weiß es nicht.
Schauen wir mal, wie es weitergeht auf jeden Fall. Aber ich meine Spaß gerade, sagen wir mal so. Aber die Liga haben aber auch trotzdem noch ein paar andere Sachen, und, die auf jeden Fall auf uns zukommen. Und zwar mit ein paar neuen Modi in nächster Zeit. Und zwar wird gerade an einem neuen Big LTM gearbeitet. Das heißt, ein Modus, wo man mit vielen, vielen Spielern gegeneinander ankämpfen kann. Und das war das letzte Mal in Chapter 1 der Fall. Nicht Gruppenkeile oder sowas, sondern größer. 50 versus 50 in Zero-Build, ohne Bauen, einfach nur gegeneinander schießen, ohne Respawn und so weiter. Und an dem wird gearbeitet. Und aktuell gibt es tatsächlich in Spielerteilen noch so ein paar komische Items, so wie die Tactical Shotgun, die nicht so ganz in diese Season reinpasst. Ob das wirklich ein Leak dazu ist, dass wir die Tactical Shotgun in Season 4 kriegen? Keine Ahnung, Leute. Ich habe keine Ahnung, welche Waffen und welcher Lootpool in Season 4 vorher ist. Brauche ich auch nicht so zu tun, dass ich da was teaser oder sowas. Weiß ich nicht, aber die sind halt in diesem LTM drinne und die sind in diesem Spielmodus drinne. Einerseits cool, dass der Modus rauskommt. Ist das wirklich dann der Lootpool für Season 4 oder ist das jetzt einfach nur ein Beta-Test oder sowas, weil die diesen Modus testen und was auch immer? Ist schwer zu sagen, müssen wir abwarten, bis es ein bisschen näher kommt. Ich denke mal, dass da frühestens dieser Modus in Season 4 rauskommt. In dieser Season, dass das noch passiert, schwer anzunehmen, weil in dieser Season ist eigentlich nur noch ein großes Update vorhanden. Das ist ja 21.50. Das sollte ja nach der Gamescom passieren. Übrigens, hier der Streamplan. Oh, erstmal den Kamehameha Killer. Ja, der ist so lecker. Ich liebe dieses Item, ne? Aber apropos, ne, Gamescom ist natürlich auch am Start. Hier ist noch ein guter Kill. Ah, guck mal, schön aus der Luft gelasert. Ah, ich liebe es, die Leute in der Luft, während die ein Kamehameha machen, rauszulasern. Werde ich auch oft, weil ich einfach Bock drauf habe, mit dem Laser zu schießen. Aber hey, lassen wir es. So, Gamescom ist ja nächste Woche, ne? Wenn ihr dieses Video erst später guckt oder sowas. Und übernächste Woche ist das nächste große Update dran. Und zwar 21.50. Eigentlich stand aktuell bisher das letzte große Update. Aber, ne, tatsächlich ist jetzt auf den Staging-Server und auf den Test-Server ein neues Update vorhanden. Und zwar 21.51. Und das kommt tatsächlich eine Woche vor der Season 4 raus. Und das ist unüblich. Das macht meine Neugier ein bisschen größer. Weil, warum sollte man noch ein kleines Update raushauen, bevor die Season launcht? Weil eigentlich ist immer der Season Launch das nächste große Update und so weiter. Und jetzt kriegst du so eine kleine Version, deine kleine Versionsnummer dahinter. Also ein kleines, vielleicht ein kleines Edit zu einem Live-Event. So kurz vor knapp, ne, noch ein Update reinbringen, wo das Live-Event drin ist, wäre auf jeden Fall sweet. Ne, passiert nicht häufig, dass wir so ein kleines Update bzw. eine kleinere Nummer noch bekommen, bevor quasi die Season launcht. Aber muss auch nichts heißen, wie so oft. Ne? Schauen wir einfach mal, wir warten erstmal das nächste große Update ab. Und wenn es dort schon ein paar Infos zu einem Live-Event gibt, dann könnten wir wahrscheinlich damit rechnen, dass 21.51 dann am 2. September, würde ich meinen, sollte es rauskommen, dann uns entsprechend die Infos gibt für ein größeres Live-Event, ne? Und das war eine wirklich sicke Runde für das Turnier, Leute, ne? Mit fast 20er Bomben, der war drin. So, ne, da, zu dem Update habt ihr jetzt auch mal ein paar Geschichten dran. Aber was wir auf jeden Fall in Season 4 erwarten können, und das ist safe, das ist sowas von safe, weil es eine Woche direkt nach Season Launch ist, ne, ist der 5. Geburtstag von Fortnite. Fortnite feiert 5 Jahre Geburtstag. Schon ein bisschen Jubiläum, würde ich sagen. Ne? Ist ja schon mal ein bisschen kleines Jubiläumsdatum und so weiter oder Jubiläumszahl. Und da können wir natürlich wieder Geburtstagskuchen erwarten mit einer 5 oben drauf. Ihr seht es ja gerade. Aber auch natürlich Geschenke, die man schmeißen kann. Wird es wieder Gratis-Skins geben oder sowas? Müssen wir abwarten. Was für Gratis-Items wir kriegen. Wie so oft kriegen wir Gratis-Items? Meistens nicht so krasse Geschichten. Ne? Meistens ist es dann irgendwie ein Rucksack, eine Spitzhacke oder sowas. Was wir bisher zum Fortnite-Geburtstag bekommen haben, war nicht immer sensationell und wirklich krasse Skins. Gab es dann auch nicht leider. Ne? Das war immer ein bisschen eigentlich schwächer, aber ich glaube, es wird trotzdem eine coole Geschichte. Geburtstag in Fortnite ist immer cool. Dann kriegen wir ein paar nice Sachen und Geschenken Maul. Schaut man auch nicht in den Gaul, Leute. Ihr wisst Bescheid. Und ja, das ist Absicht. Aber definitiv in Season 4, weil der Geburtstag irgendwo am 24. September ist bei Fortnite. Ne? Und die Season Launch am 17. September. Also so ziemlich eine Woche nach Season Launch geht's mit dem Geburtstag weiter. Ne? Und dann, was auch in Season 4 natürlich aktualisiert wurde, jetzt auch tatsächlich 3 Sachen. Eine Sache Nummer 1 ist wieder der Roboter. Den habe ich ja schon einmal in einem Video angesprochen. Ne? Da gibt es wieder ein paar Updates bezüglich dem Roboter und so ein paar Files wurden aktualisiert. Von einem neuen Roboter wohl bemerkt, ne? Nicht der alte. Das ist so eine Sache. Und deswegen glaube ich auch safe, dass er in Season 4 höchstens ein Thema spielen wird. Oh, was ist, wenn das so eine Best-of-Season wäre? Was ist, wenn das so eine Best-of-Season wäre? Wer
wegen 5. Geburtstag oder sowas. Ist nur ein Fantasie, Leute, von mir. Ist jetzt auch nicht irgendwie ein Teaser, weil ich was weiß. Das sage ich euch immer ehrlich, wenn ich... Aber was ist, wenn das wirklich so eine Best-of-Season wäre? Und dann kommt da ein Roboter rein und andere Sachen, weil das Flugzeug wurde auch aktualisiert. Ne, Flugzeug hat auch ein Update genossen und wurde aktualisiert mit so ein paar nice Sachen. Und wurde ein bisschen abgeändert und das könnte dann auch in Season 4 reinkommen. Und das ist schon mal sehr seltsam, ne? So, dass so ein paar alte Sachen aktualisiert werden. Ja, auch wenn jetzt einige sagen werden, ey, der Roboter zählt doch nicht zu Best-of, was stimmt mit dir nicht oder sowas, ne? Aber trotzdem ein bisschen seltsam. Ey, irgendwie wäre eine Best-of-Season cool. Dann würde Marvel reinkommen, dann würde sich ja das ein bisschen bestätigen mit Marvel oder sowas. So ein halber Battle Pass. Dann natürlich Flugzeug, Roboter, vielleicht Hubschrauber, ne? Kommen auch nochmal rein. Alles andere, was noch cool ist und, kann man vielleicht nochmal reinnehmen. Aber, worauf natürlich alle sehr, sehr, sehr lange warten, es sind die Motorräder. Motorräder schon seit der Season 3 jetzt in den Spielerteilen. Ne? Es werden safe irgendwann in Season 4 reinkommen, wenn nicht sogar später. Aber Fortnite hat tatsächlich alle Dateien zu dem Motorrad in diesem letzten großen Dragon Ball Update rausgenommen. Ne? Und Hypex behauptet, dass das eigentlich immer der Fall ist, wenn die da kurz davor sind, sowas rauszubringen. Ne? Und keine Ahnung, ob das wirklich stimmt. Ich habe das bisher nicht so auf den Schirm gehabt, dass die wirklich tatsächlich Dateien entfernen von irgendwelchen Sachen und dann in der nächsten Season reinbringen. Aber vielleicht, wir vertrauen es mal, ne? Wie gesagt, ich sehe es trotzdem in Season 4. Es wird, glaube ich, zu Season 4 besser passen als jetzt in Season 3. Und deswegen vielleicht auch dann die Motorräder in Season 4. Aber auch das ist nicht alles, weil Season 4 ist ja nicht nur Geburtstagsseason, sondern auch Halloween-Season. Ja, wir kriegen zwei größere Events und dann noch die Halloween-Geschichte, die reinkommt. In einem anderen Video habe ich euch schon gesagt, dass an einem neuen Boss gearbeitet wird. Und deswegen auch hier jetzt zu Halloween wurden auch wieder ein paar Boss-Elemente angepasst. Unter anderem auch wieder den alten Boss, und zwar dem Sturmkönig. Ey, Best of Season kristallisiert sich immer mehr und mehr heraus, oder? Ich würde es feiern. Eine Best of Season, ne, wo dann der Sturmkönig drin ist. Und zwar, wie so wie es aussieht, sollte es anscheinend, wird an zwei Bossen gearbeitet, ne? Eines der neuen Bosse, halt dieser eine Blob, dieses Gummimonster oder was auch immer da man damit da deuten soll. Und halt der Sturmkönig aus den damaligen Season. Sind wir da an was dran? Oder Trivago, Leute? Man weiß es nicht so recht, ne? Aber auf jeden Fall, da wird dann ordentlich an einigen Stellschrauben geschraubt. Und eine Menge Sachen werden dran gearbeitet. Natürlich werden auch weitere Kooperationen reinkommen, Leute. Unter anderem Herr der Ringe. Herr der Ringe hat einen Serienlaunch. Und zwar auch, wann kommt die Serie raus? Anfang September war das. 3. September, 8. September, irgendwas um den Dreh herum. Also eigentlich noch kurz vor Season 4. Aber mit etwas Glück können wir die dann auch in Season 4 bekommen oder halt kurz vor Ende. Ne, also kurz am Ende von Season 3, weil es gibt tatsächlich an dem Strand, wo die Steinfamilie ist, einen kleinen Easter Egg für Helms Klamm. Eine Location aus Herr der Ringe, wo dann natürlich eine Schlacht war und dort wurde eine Sandburg gebaut, die 1:1 exakt wie Helms Klamm aus Herr der Ringe, aus den Filmen. Nachgebaut wurde, aber die Serie, es ist ja eine Serie und vielleicht kommt die in der Serie ja auch natürlich Helms Klamm vor und tatsächlich Herr der Ringe in Fortnite sehe ich auch eine sehr, sehr, sehr hohe Chance, dass das reinkommt, dass da eine kleine Zusammenarbeit ist und wir dann ein paar Charaktere aus der neuen Serie bekommen. Vielleicht, wahrscheinlich eher nicht aus den Filmen. Ich denke mal, die werden schon versuchen, die Serie zu promoten. Aber auch das ist eine nice Geschichte, würde ich sagen, ne? Ihr seht's also, es ist ordentlich Programm und es kommen eine Menge Sachen rein. Und ihr könnt euch auf eine Menge Sachen freuen. Ordentliches Package, was wir hier zusammengefasst haben, Leute. Ihr könnt mir auch ein Package geben, indem ihr mir einen Abo-Button und die Glocke reinhaut, wenn ihr das Video bis hierhin geguckt habt. Auf der rechten Seite checkt ihr noch auf jeden Fall das Video aus mit ein paar Secrets und Mythen rund um Dragon Ball Update, die ihr bestimmt noch nicht kennt oder verpasst habt. Checkt es gerne aus. Ein Like-Button, um den Algorithmus zu supporten, und gib mir Flosse. Flop!